Howdy Partners, ich bin's Redneck Rick und heute wird mal wieder ein bisschen in den Schlamm gewirlt mit Expeditions Mudrunner Game. Der Rickneck, wir werden jetzt quasi hier ein wenig unterwegs sein, offroaden. Es wird wieder Zeit, ein wenig abseits der Straße zu fahren. Das Spiel ist ja gerade eben rausgekommen und ich möchte euch ein bisschen was davon zeigen in einem kleinen, ja, zusammengeschnittenen Let's Play einer Zocksession. Wir sind in den Karpaten unterwegs und wir machen einfach mal die Mission Alte Feuerstellen, aber die soll uns gar nicht so genau interessieren, was da alles passiert. Denn wir wollen einfach ein neues Fahrzeug freischalten. Dazu nehmen wir jetzt mal ein Fahrzeug mit, das auch gut zum Abschleppen ist. Den hier zum Beispiel. Den packen wir ein, der ist Offroad-tauglich, der hat ordentlich starken Motor. Da können wir was mitnehmen. Was nehmen wir noch mit? Wir nehmen noch einen mobilen Ankerpunkt mit, die sind ganz wichtig. Sprit brauchen wir nicht. Ersatzrad, ne. Was haben wir sonst noch? Ne, ne, das brauchen wir alles nicht. Der Ankerpunkt, denke ich, reicht. Und wir müssen jetzt für diese Mission noch so einen Operatoren mitnehmen. Da sieht man dann zum Beispiel, ne, wenn man den am Start hat, hat die Drohne plus 200 Meter Reichweite, plus 20 Meter Höhe und all so ein Kram. Das werde ich euch noch so ein bisschen erklären, wozu man die Drohne dann zum Beispiel braucht. Aber wir werden so ein bisschen abseits dieser Mission sein. Wir wollen nämlich ein schmuckes Auto freischalten. Und das werdet ihr gleich sehen, was. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich weiß, wo es ist. Aber ich habe es noch nicht freigeschaltet. So, hier haben wir unser wunderbares Fahrzeug. Wir nehmen erstmal die Handbremse raus, starten den Motor. Und dann geht die Luzi auch schon ab. Also eigentlich müssen wir jetzt eine andere Mission machen. Wir machen jetzt aber die hier, Aufgabe anzeigen. Und der folgen wir jetzt. Da kriegen wir nämlich 5800 Penunzen für. Und, soweit ich weiß, der Khan 39 Marshall. Ein beliebtes Fahrzeug im Mudrunners-Universum. Ich weiß schon, wo wir lang müssen. Das sieht auch alles sehr schick hier aus. Ich mag dieses Grüne. Ist so ein bisschen farbenprächtiger als bei SnowRunner, das ja sehr viel Schnee hatte. Ne? Deswegen auch der Name SnowRunner. Gibt auch Wüstengebiet, aber das wollte ich jetzt nicht zeigen. Ich wollte jetzt hier unterwegs sein, vor allem, weil man hier halt dann eben dieses Fahrzeug findet. Können wir auf die Map schauen. Wir müssen nämlich genau hier hin, um dieses Fahrzeug zu holen, zu diesem Krater in dem Sinne. Und wir sind hier, also müssen wir uns einen Weg runtersuchen. Aber ich weiß schon, dass wir hier runterfahren müssen. Vorsichtig, langsam den Weg runterbahnen. Da sieht man schon das Fahrzeug auf der Seite liegen. Ja, hier mache ich jetzt gar nichts, lasse ich einfach mal runterrollen. Da könnte man die Mission jetzt nochmal annehmen. Habt ihr gerade gesehen, vielleicht ist aufgefallen, dieses Textur-Pop-In. Das ist echt nervig bei dem Spiel. Da soll ein Patch kommen, der das behebt. Auf der Konsole ist es teilweise richtig, richtig schlimm. Oh shit, jetzt muss ich kurz aufpassen. Ich darf hier nicht in den Tümpel rein, weil der ist sehr tief. Und wenn ich da drin bin, dann komme ich da nicht mehr raus. Jetzt muss ich die Handbremse reinmachen und jetzt sollte ich schnell meine Geräte den anfordern. Zack, zack, Hintenpunkt. Da machen wir fest. So, den haben wir angehackt. Wir starten den Motor vom Khan 39, der da drin ist. Und jetzt müssen wir nach Hause kommen. Ich mache hier mal noch die Differentialsperre rein. Erster Gang, dass wir hier uns hochkämpfen können. Und die Differentialsperre doch mal lieb. Vielleicht soll ich die Handbremse rausnehmen. Wäre nicht schlecht, ne? Dann geht das auch. So, der kommt schön raus. Schaut euch das an. Und der Khan ist halt einfach ein geiles Auto. Den mag ich. Der hat mir in SnowRunner schon gute Dienste erwiesen. Ist ein super Scout-Auto, also ein Scout in dem Sinne, dass man das Terrain gut erkunden kann. Wir müssen nur schauen, dass wir jetzt hier einen guten Weg finden, um den rauszubringen. Oh, das ist ein dicker... zieh mal drüber. Einfach drüber gezogen. Kommen wir hier hoch? Ich glaube, wir kommen mal hoch, oder? Oh shit, jetzt ist der natürlich... bin ich dagegen gedotzt. Schauen wir mal, ob wir da hochkommen. Komm, das schaffst du, das schaffst du. Wahnsinn, haben wir uns durchgekämpft, ne? Grandios, würde ich sagen, grandios. Ich liebe immer Missionen, wo man andere Fahrzeuge abschleppen muss. Das macht mir immer sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Reifendruck könnte man jetzt zum Beispiel auch anpassen. Das ist jetzt hier nicht so wichtig. Das ist eigentlich ganz witzig gemacht. Ne? Das ist gerade, wenn man zum Beispiel sehr steinige Schräglagen hochfahren muss, ist das ganz gut. Hier in der Cockpit-Perspektive ist es alles noch ein bisschen hoppeliger. Wow,
Na, da muss man sich schon zurechtfinden. Oh, shit. Gleich mal schön Schaden gemacht. Können wir gleich mal hier reparieren mit L1. Ein paar Teile einsetzen. Alles wieder tipptopp. Ja. Wunderbar. Und wir haben den neuen Spezialisten freigeschalten. Mechaniker. Minus 30% Materialverbrauch, minus 15% Schaden außer Räder und minus 15% Verbrauch. Das ist doch wunderbar. Und soweit ich weiß, müssten wir jetzt auch den Kahn freigeschaltet haben. Wir gehen jetzt mal zurück ins Menü, zurück zum Hauptquartier. Es müsste der eigentlich freigeschaltet sein, weil das müsste die Mission gewesen sein, wo ich den jetzt kriege. Dann machen wir nämlich gleich die nächste Mission und da brauchen wir nämlich einen Scout, dann können wir den Kahn nutzen. Hier, da haben wir ihn doch. Für 20.000 können wir ihn kaufen. Sage ich doch, ja, den kaufe ich, weil den mag ich gern. Und dann würde ich sagen, wir haben noch genügend Geld, dass wir den ordentlich aufpimpen können. Metalldetektor, Dachgepäckträger, ja. Boah, oh, schaut euch das an, was da gibt, ey. Wir machen den Frontschutzbügel einfach, weil er pimpmäßig ausschaut. Ja, nehmen wir noch hier so eine Ersatzradhalterung mit. Können wir noch die Farbe ein bisschen ändern, oder? Nee, das lassen wir so, finde ich. Oh, Gelände oder Offroad? Schlammreifen. Ja, die können wir noch nicht nutzen, ne? Vielleicht können wir bei der Winde was machen. Verlängerte Winde. Nehmen wir mal die mit. Wir nehmen noch ins Inventar. Das nehmen wir mit. Das, falls wir umkippen, kann man sich wieder auf die Seite stellen. Ist ganz praktisch. Und dann machen wir schnell noch eine kleine Mission. Ist ja schnell gemacht. Nehmen wir noch Spezialisten mit Operatoren. Bla bla bla. Die von vorhin hier. Die nehmen wir mit zurück. Und dann legen wir los. Ah, ein schönes Fahrzeug, muss ich sagen. Ein schönes Fahrzeug. So, wir müssen jetzt erstmal da hinten hin. Oh, macht uns ein Bäumchen zu schaffen. Hat uns beinahe aus der Kurve geworfen. Nicht nett. So, wir müssen zum Aussichtspunkt fahren. Das kriegen wir hin und dann umschauen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir das machen. Scanne eine alte Feuerstelle mit einer Drohne ab. Also es wird mir quasi in dem Sinne schon gesagt, ich soll eine Drohne nutzen. Dazu gehe ich einfach mit dem Digi-Kreuz gehe ich hier rüber. Wähle die Drohne aus und dann kann ich die abfeuern und dann kann ich damit losfliegen. Die Reichweite ist so ein bisschen limitiert, aber kann man sich hier eben umschauen. Wir müssen einfach mal dahin fahren, da hinten hin. Aber das sieht ganz gut aus. Wir können auch noch mal das Fernglas auspacken. Vielleicht sehen wir da auch noch mal irgendwas, was wichtig ist. Da haben wir das Vorgebirge. Manchmal gibt es so interessante Punkte, die man sich anschauen kann. Gibt dann auch noch mal ein bisschen Geld dafür oder so, aber okay. Da ist jetzt nicht so viel zu. Im Endeffekt, das ist ja so ein bisschen ein Spin-off zu den MudRunner-Spielen. Und was das Spiel anders macht, ist vielleicht für viele Leute so ein bisschen ansprechender. Oh, scheiße, jetzt muss ich mal schauen, wie wir da am besten hinkommen. Ich weiß nicht, wie wir da am besten hinkommen. Was das ein bisschen anders macht als die MudRunner-Spiele davor, da musste man immer sehr viel Holz liefern, hin und her fahren. Und das gibt's hier so nicht. Die Missionen sind kleiner und knackiger und kurzweiliger. Dadurch natürlich auch simpler und weniger Arbeit. Und das mag durchaus einigen besser gefallen. Und das kann ich auch komplett nachvollziehen. Ich frage mich gerade, ob wir da so seitlich langkommen können. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, wir müssen wirklich auch wieder da durchfahren. Dann machen wir das doch. Mal schauen, kommen wir da so runter. Wir können es mal risky. No risk, no fun, ne? Oh, oh. Oh ja, schön gemacht, schön gemacht. Wir fahren jetzt hier so raus, weil das sieht gut aus nach einer guten Stelle, wo man relativ leicht hochfahren könnte. Wobei wir jetzt wirklich keine Probleme haben. Wir haben noch nicht mal den Allradantrieb an. Ich mache ihn jetzt mal an. Und dann machen wir hier mal den Reifendruck, passen wir mal an. Ne? Dann kommen wir hier auch besser hoch, hat er mehr Grip. Allerdings gehen die Reifen dann auch schneller kaputt. Muss man eben so ein bisschen aufpassen. Es ist aber so ein kleiner Trade-off mit dabei. Deswegen fahren wir jetzt den Reifendruck wieder hoch. Warum? Weil wir können, ne? Scannen. Ah, jetzt muss ich hier drei Objekte scannen. Ihr seht so einen kleinen Radar, der mir anzeigt, wo da was ist. Aha, hier haben wir so eine Feuerstelle. Muss ich einfach so ein bisschen in diesem Kreis bleiben mit der Drohne. Zack. War easy peasy. Das waren diese Feuerstellen. Scanne die Feuerstellen mit der Drohne ab. Haben wir alles erledigt. Stufe abgeschlossen. Jetzt müssen wir mal schauen. Begib dich in den Kiefernwald. Wo ist der Kiefernwald? Ah, der ist da hinter uns. Okay. Aber das ist ganz schön hier, auch gegen die Sonne so anzufahren.
Das gefällt mir mit den God Rays und so. Oh, oh, ja, da muss ich jetzt aufpassen. Das ist, da hänge ich gerade blöd in der. Shit, jetzt ist es tatsächlich passiert. Jetzt liege ich auf der Kante. Ungeplant, wollte ich so nicht. Aber wir haben zum Glück den Stellschrauber. Jetzt müssen wir den verwenden. Und dann können wir uns eben aussuchen, wie das Ding hingestellt wird. So. Und dann werden wir da hingesetzt. Habt ihr das gesehen? War relativ einfach. Finde ich gut, dass ich das jetzt sogar zeigen könnte in diesem Use Case. Oh, jetzt hänge ich schon wieder. Oh mein Gott. Da habe ich jetzt gerade noch mal Glück gehabt, ey. Ja, es kann schnell gehen. Es kann schnell gehen. Ah, die Sonne, es ist so schön. Langsam, vorsichtig ernährt sich das Eichhörnchen. Ne? Alright. Back business. Müssen wir noch was machen? Oh, Stufe abgeschlossen, ja. Überquere den See. Herrlich. Noch ein bisschen durch Wasser warten. Da können wir mal schauen, weil wir haben auch ein weiteres nettes Tool. Und zwar das Echolot. Und da sieht man dann, ne, wo man durchfahren kann und wo nicht. Sieht man ja, rot nicht gut für unser Ding. Aber ich sehe schon hier an der Seite, das ist in Ordnung. Da kommen wir durch. Ne? Machen wir nochmal ein Echolot. Ah, geht alles. Geht alles. Fantastico. Wir können nochmal in die Innenperspektive wechseln. Mal so ein bisschen mehr Mittendrin-Feeling haben, wenn wir da durchwalken und alles. Oh, da gibt's. Siehst du, habe ich nicht aufgepasst? Hänge ich jetzt hier fest? Es kann doch nicht sein. Ich habe auch nicht den Allrad an. So, jetzt. Nee, irgendwas geht nicht. Hat er kein Allrad? Okay, dann haben wir Gerät Nummer 2, das wir einsetzen können. Moment, Inventar. Wir setzen noch den Bodenanker ein. Das ist auch ein neues Ding. Kannst du einfach anbringen, bringst du deine Winde an und dann ziehst du dich damit rüber. Wo sind die Winde? Moment, Moment, jetzt. Ich sehe nicht genau, woran die verbunden ist. Das sind 1000 Ankerpunkte. Wir nehmen aber den da. Und ziehen uns drüber, was auch immer das war. Oh, ein dicker Baum. Ja, den habe ich leicht übersehen. Reparieren uns noch kurz hier am Motor. Zack. Da müssen wir immer noch weiter. Also sorry, das habe ich jetzt nicht gedacht, dass es jetzt so weit noch geht. Ja, die Bäume hier fällen, das wissen wir nicht, ob das legal ist. Da müssen wir uns merken. Okay. Sagten wir und fuhren über einen Baum und fällten ihn quasi damit. Ach, erkunde das Gebiet. Okay, jetzt kommen wir zu so einer Sache. Jetzt müssen wir hier einfach auf dieser Map dieses Gebiet erkunden. Und das kann man jetzt machen, indem man einfach viel davon abfährt. Man kann es aber auch einfach machen, indem man seine Drohne rausholt und dann einfach Sachen abfliegt. Und ihr seht schon, dann steigt die Prozentanzeige hier 38, 41. Und das ist einfach, muss hier so ein bisschen vordringen und schauen, dass man sich die Sachen anschaut in dem Gebiet. Muss ein bisschen näher an seinem Fahrzeug bleiben, weil das Signal nicht ewig weit reicht. Aber ja, also wie gesagt, man kann das abfahren, muss man aber nicht. Das sind so Sachen, die finde ich nicht ganz so geil. Also dieses, das hat man sehr oft in Missionen, jetzt erkunde dieses Gebiet. Man wird dann so gezwungen und irgendwie, ja, das überzeugt mich nicht so ganz, muss ich sagen. Ne? Ah, jetzt haben wir schlechte Verbindung. Schauen wir mal kurz auf die Map. Ja, wir müssten da nach links. Oh, was ist da rechts? Wir müssen da nach links, müssen wir noch schauen. Aber was ist da rechts? Da ist ein Drop. Da fahren wir mal kurz hin. Das hätten wir auch mit einem Fernglas erkennen können eventuell. Aber wir schauen uns das jetzt einfach mal so an. Entdeckt Luftabwurf, neu. Da können wir mitnehmen. Ja, was nehmen wir mit? Ersatzteile, das nehmen wir mit. Das Ding brauchen wir nicht, weil das habe ich schon. Den guten Wagenheber. So. Haben wir es erledigt. Wunderbar. Und dann müssen wir noch hier hochfahren. Wir lassen wieder den Reifendruck ein bisschen raus. Das ist eine nette kleine Mission. Ne? Oh, doch, wir haben den Aufstieg entdeckt. Hier, da sind diese Totempfähle. Die weisen einfach auch immer so ein bisschen den Weg. Okay, wir müssen noch höher. Muss man nochmal einen Scan starten. Ah, ist wieder so ein Minispiel, da muss man halt, ne, selbsterklärend, muss man nicht viel zu sagen. Wie viele Feuerstellen müssen wir noch untersuchen? Oh, das sieht ja sehr oldschool aus.
Und damit haben wir die Mission bzw. Expedition abgeschlossen, kriegen ein bisschen Geld, kriegen ein bisschen Belohnung. Ja, und das ist Expeditions am Mudrunner Game. Es wurde einiges gestreamlined. Es gibt so ein paar neue Features, wie diesen Ankerpunkt zum Beispiel, den man eben selber setzen kann, um die Seilwinde anzubringen. Das finde ich tatsächlich ganz cool auch. Da geht natürlich auch so ein bisschen der Simulationscharakter verloren. Und es ist nicht mehr ganz so viel Arbeit in dem Sinne, dass man die ganze Zeit irgendwo Holz holen muss, um dann irgendwo hin zu transportieren. Dann muss man nochmal woanders irgendwo Rohstoffe holen, damit eine Brücke gebaut wird. Ist alles ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger. Meines Erachtens genau richtig für die Leute, die einsteigen wollen in das Mudrunner-Game. Allerdings, wie gesagt, gibt es noch ein paar grafische Mankos. Die sollen aber mit dem nächsten Patch behoben werden.